Willkommen bei Continental. Wir sind hier im Technologiezentrum der Forschung und Entwicklung Reifen und ich würde dir gerne dein neues Arbeitsumfeld zeigen. Komm mit! Ausgangspunkt einer jeden Reifenentwicklung ist das Erfassen unserer Kundenanforderungen. Diese können aus verschiedenen Märkten mit diversen klimatischen Bedingungen und unterschiedlichen Einsatzgebieten bis hin zu den spezifischen Ansprüchen der Fahrzeughersteller stammen. Hieraus formulieren wir ein technisches Pflichtenheft mit Zielgrößen für die verschiedenen Anforderungen und entwickeln eine Strategie, mit welchen Reifentechnologien im Hinblick auf Kontur, Konstruktion, Mischung und Profil diese erfüllt werden können. Okay, hier lang. Bevor wir an die Entwicklung und Produktion eines Reifenprototypen gehen, müssen wir zunächst mal eine Heizform entwerfen und spezifizieren. Hierzu entwickeln wir die Kontur der Heizform und ein passendes Laufflächenprofil, die im Hinblick auf die erforderlichen Reifeneigenschaften auf Basis von Computersimulationen und virtuellen Entwicklungsprozessen optimiert werden. Sobald die Reifenperformance den Anforderungen des Pflichtenheftes entspricht, stoßen wir die Fertigung der entsprechenden Versuchsform an. Im nächsten Schritt füllen wir unsere Versuchsform. Hierzu entwickeln wir geeignete Gummimischungen für unsere Prototypen. Wir starten mit der Entwicklung nach Labormaßstäben und müssen am Ende aber auch die Prozessierbarkeit der Mischungen in unseren weltweiten Werken sicherstellen. Komm, es gibt noch so viel mehr zu sehen. Nach dir. Nun legen wir die Reifenkonstruktion unserer Prototypen fest. Unter anderem entscheiden wir, welche Konstruktion wir nutzen, um die Prototypen unserer Entwicklungsstrategie entsprechend herzustellen. Jetzt haben wir alle Parameter unserer Prototypen festgelegt und können die ersten Versuchsreifen bauen. Im nächsten Schritt prüfen wir, ob unsere Einschätzung an der Performance stimmt. Wir führen verschiedene Tests an Versuchsreifen durch und prüfen, ob die Anforderungen unserer Kunden erfüllt sind. Zum Beispiel testen wir den Rollwiderstand auf unseren internen Versuchstrommeln und die Nassbremseigenschaften am Fahrzeug auf dem Kontidrum. Erfüllen die Tests alle vorgegebenen Anforderungen, folgt der letzte Schritt, die Industrialisierung unseres Versuchsreifens. Unser global verantwortliches Produktindustrialisierungsteam setzt die Produktinnovation in die reale Welt der Fertigung um. Zur Beurteilung, ob alle Anforderungen an den Reifen erfüllt sind, wandeln wir die Vorgaben der Forschung und Entwicklung in einen Prototypen. Mit unserem Wissen über Produktionsprozesse optimieren wir die Reifenspezifikation, um die Serienreife des neuen Produktes zu gewährleisten. Wir sorgen dafür, dass unsere Produkte alle internen und externen Anforderungen über ihre gesamte Lebensdauer hinweg erfüllen. Darum überprüfen wir die Performance und achten auf Kundenanforderungen und gesetzliche Richtlinien. Okay, jetzt hast du einen guten Überblick. Ich wünsche dir eine tolle Zeit bei uns im Team. Macht Spaß hier. Du wirst sehen. Viel Erfolg! Since I started in Continental, it felt like a second home. El trabajar en un equipo internacional es impresionante. Stolz macht es einen dann, wenn man dann seinen eigenen Reifen dort sieht. Das ist toll. क्योंकि बाहर से तो लगते हैं काले और गोले से, पर इतने सारे हिस्से मिलकर एक टायर बनते हैं कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि टायर विकसित करने का काम एक तरह का मायाजाल है. You don't set out with a dream of tires. You have to discover them.